Wozu brauchen wir eigentlich eine Kunsthochschule? Ich glaube, keiner weiß das hier. Wozu braucht man eine Kunsthochschule? Interessiert das überhaupt jemanden hier? Ich glaube, keiner interessiert das. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der HPK. Ich darf ankündigen, dass Sie zu Recht normalerweise ein Grußwort von mir erwarten, aber in diesem Jahr übernimmt das eine Absolventin für mich. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen unseres gemeinsamen Ziels, den Abschluss an der Hochschule für Bildende Kunst. Es gibt noch mehr zu feiern. Was man schwarz auf weiß besitzt, das kann man mit uns nach Hause nehmen. Geredet worden ist genug. Hallo. Genau. Ich mache es auch kurz. Versprochen, wir sind Studio Care und wir verkaufen Katastrophen. Nee, du, ich komme hier ab und zu mal zum Essen her in die Mensa, aber so, sonst mache ich hier eigentlich nichts. Hallo, ich bin Maurice. Vielleicht werde ich hier eines Tages Absolvent sein. Wer weiß, man munkelt. Die Professoren möchten es ohne Dokumentation. Danke. Das ist ein schönes Gefühl, auf irgendwas hinzuarbeiten, auf den Abschluss hinzuarbeiten und zu sagen, hey, ich mache das jetzt hier fertig und ich zeige das, ich fokussiere das auf einen Punkt, der Schutzraum ist vorbei. So, und das, was hier passiert ist, das auch, was in den Schulen passiert ist, ist ja eine totale Blase. Das ist ja ein Universum für sich. Mama, es ist so schön, dass du hier bist. Jetzt setz dich ja nicht hin und rauch deine Zigarette. Ich heiße Kuyurung und ich habe eben das in den Briefen gemacht. Und meine Arbeit geht das um das Zuhause. Aber Zuhause ist Begriff mit dem Heimat zu tun. Nicht nur, sondern auch noch das eigene Zuhause, wie man das geistige Zuhause finden könnte. Und im Moment weiß ich auch nicht, wo es mein Zuhause ist. Ich bin der Lukas Neul. Ich habe heute meinen Masterabschluss in zeitbezogene Medien gemacht. Für mich ist jedes Bild ein eigener Kosmos, also eine Welt, die quasi in sich funktionieren muss. Natürlich gibt es auch noch Elemente, die immer nach außen verweisen, aber wenn man das Bild anguckt, bewegt man sich in diesem Kosmos, in dem Bild. Also ich wollte es immer machen, von daher habe ich jetzt sozusagen einen der To-Dos im Leben erfüllt. Nein, so kann man es auch nicht sagen. Also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Also ich wollte es immer machen, ich habe es jetzt gemacht und jetzt gucke ich weiter. Also jetzt, wie es dann außerhalb der Institution aussieht. Mein Name ist André Michalitz. Hier sieht man meine
Malerei, so ein Fingerpainting, also ganz schnelle Malerei ist, dass die ein paar Minuten dauert. Die Klamotten sagen ja auch viel über uns aus, wer wir sind, wer wir gerne sein wollen. Meine Position als Künstler, ich präsentiere mich ja sehr oft. Versuche auch zu gefallen. Ich würde sagen, es geht um Selbstdarstellung und ich mit meiner typischen Kette, vielleicht bin ich auch ein Teil davon. Und danke für deine Ehrlichkeit und wünsche ich dir viel Ruhm. Und I'm Julie. The idea was to try and confront this very solemn room with an intimate space. Rosa and I did the video together and we did kind of a still life in the ship. There is a cat, Maneki Neko, Japanese cat, which looks like a koala, but it's a cat. Doch nicht verändern. Das ist eine schwierige Frage.